Das Thema in diesem Video ist der Smalltalk mit den Kunden im Personal Training. Manchmal kommt es zu so Momenten, wo ein bisschen Stille herrscht im Raum. Der Kunde macht gerade eine Pause, man weiß nicht so recht, worüber man reden soll. Und da möchte ich euch vier Sachen mit an die Hand geben. Punkt Nummer eins ist die Familie. Wie läuft es denn bei deinen Kindern so nach Schule? Wie läuft es beim Fußballverein mit deinem Sohn? Die Galerie deiner Frau, war die erfolgreich? Also alles Themen, die die Familie befassen. Punkt Nummer zwei sind deren Hobbys. Gerade auch ich als Trainer möchte wissen, wenn der Kunde ein sportliches Hobby hat, wie zum Beispiel Golf spielen. Hey, wie war es denn beim letzten Golfturnier? Wie ist es gelaufen? Und demnach kann ich dann vielleicht auch mal das Training so ein bisschen steuern, wenn er sagt, oh Mensch, ich habe jeden Ball verrissen, dass ich ihn wieder ein bisschen mehr stabilisiere in der Rumpfmuskulatur, dass wir ein paar Chops machen, einfach die Bewegungsabläufe versuchen zu optimieren. Dann das Dritte ist deren Freizeit. Also was machst du am Wochenende? Was für Dinge hast du unternommen im letzten Wochenende oder was für Dinge planst du zu unternehmen im kommenden Wochenende? Und das vierte und letzte, darüber mögen viele Leute nicht sprechen, ist deren Job, deren Beruf. Da muss man Fingerspitzengefühl haben. Redet derjenige gerne über seinen Beruf, über das, was er macht, oder ist er dann eher Privatsmensch, möchte das Ganze trennen? Jetzt bin ich beim Training, mein Job, der stresst mich, davon will ich hier im Training nichts wissen, dann ist das natürlich ein falsches Thema. Ansonsten sind das meine vier Themen, meine Hinweise, über die man gut mit seinen Kunden sprechen kann.